da, hier, eben, da, hier, eben, da, hier, eben, da, hier, eben, da. Bruno Bissek, diesmal auch im Herbstprogramm des Fluss in Waidhofen. Er kommt mit einem Chor nach Waidhofen, aber es ist ein Chor, der nicht singt. Kannst du uns da etwas verraten? Wie würdest du deinen Chor beschreiben? Unser Sprechchor ist ein Chor, der nicht singt und chorisch spricht, aber doch in einer äußerst musikalischen Form spricht. Wir pflegen den chorischen Kontrapunkt genauso wie das Unisono sprechen. Wir pflegen die unterschiedlichen rhythmischen Strukturen genauso wie die epische Breite, die sich dann wirklich schon ins Gesangliche hinüber ausbreitet. Wir lieben all diese Formen und versuchen in dieser Art und Weise Texte dem Publikum näher zu bringen. Wie wichtig sind die Texte in diesem Kontext und sind das deine eigenen Texte oder nimmst du auch Fremdmaterial? Die Texte unseres Sprechchors. Es sind einige Texte von mir und es gibt einige Texte, die aus dem Chor selbst entstanden sind, entweder von einzelnen Chormitgliedern oder als gemeinschaftlicher Text. Das hat sich von Anfang an so entwickelt und das ist eine sehr schöne Entwicklung, finde ich. Buon anniversario, signor Rostrenia, happy birthday, Juni Chandler Kualur, und Chani Kibi, alles Gute zum Geburtstag, Iki Dodum, Feliz Cumpleaños. Gerade diese Entwicklung, diese phonetische Entwicklung, gibt es da eine kleine Vergangenheit mit Jandl? Gibt es da auch Beziehungen dazu? Meine Vergangenheiten stammen aus dem Studium der elektroakustischen Komposition bei Dieter Kaufmann zum einen und auf der anderen Seite aus der Lautpoesie und der Poesie Sonor. Diese Dinge habe ich alle studiert und die haben mich so im Laufe der letzten 25 Jahre beeinflusst. Dass ich jetzt beim Sprechchor gelandet bin, hat damit zu tun, dass ich weniger mit Maschinen, sondern lieber mit Menschen arbeite. Es ist auch so, dass in Waidhofen speziell auch das ganze Schloss bespielt wird. Das heißt, es gibt nicht nur eine Bühne, sondern es gibt auch eine Funktion für das Publikum, nämlich es muss sich bewegen. Die Idee der Veranstalterin war, dass das eher eine Prozession durch das Schloss wird. Für uns ist das großartig. Unsere Textpartituren sind im Durchschnitt 3,10 Meter mal 3,60 Meter von der Dimension her. Das heißt, wir können in verschiedenen Räumen des Schlosses diese Textpartituren aufhängen und aufspannen wie Wandkoplöns. Das passt natürlich wunderbar ins Schloss. Außerdem können wir jeden Raum, je nachdem, welche Dimension er hat, unterschiedlich durch die Texte zum Klingen bringen. Das ist noch eine zusätzliche schöne Herausforderung für uns, auf die wir uns sehr freuen. Es ist ein Schloss in Waidhofen. Beeinflusst das auch die Auswahl deiner Stücke? Die Tatsache, dass es ein Schloss ist, beeinflusst nicht so sehr die Auswahl unserer Stücke und Texte, aber unsere Zusammenarbeit. Wir arbeiten gerne mit Musikensembles zusammen. Und in diesem Fall haben wir das große Glück, dass wir mit der Trachtenmusikkapelle Windhag zusammenarbeiten können. Zu einem Schloss gehört ein guter Bläsersatz. Und den bekommen wir von dort und auf diese Zusammenarbeit freue ich mich ganz besonders. Bon, schwarzer Schwan, schwarzer Schwan, schwarzer Schwan, schwarzer Schwan.